Dann stellen Sie sich doch bitte erstmal vor. Wer sind Sie und was machen Sie? Also, ich bin die Valentina Dederer, geborene Leonhard, die in einer deutschstämmigen Familie in der ehemaligen Sowjetunion am 9. Oktober 1957 geboren ist. Die Umgangssprache im Elternhaus war Deutsch. Mit 7 Jahren bin ich eingeschult worden, wo ich die russische Sprache gelernt habe. Im Dezember 1991 zerfall die Sowjetunion und von 15 sowjetischen Unionsrepubliken sind 15 unabhängige Staaten geworden. Die drei baltische Staaten Estland, Lettland und Litauen sind schon im September 1991 ausgetreten. Und da ich im Dezember 1991 in Semipalatinsk gewohnt habe, die zum Kasachstan gehört, wurde ich eine kasachische Staatsbürgerin. In meinem Herkunftsland Kasachstan habe ich eine Ausbildung zur Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst, Fachrichtung Bibliothek gemacht und auch in diesem Beruf gearbeitet. Und im Dezember 2002 mit 45 bin ich als Spätaussiedlerin nach Deutschland gekommen. Zurzeit arbeite ich auf Honorarbasis als Sprachmittlerin im Sozialbereich. Und ehrenamtlich engagiere ich mich beim Frauenzuflucht Kaiserslautern und bei der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland als Vorsitzende der Orts- und Kreisgruppe Kaiserslautern. Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich Sie jetzt gerne erstmal fragen, wie Sie diesen Konflikt oder Krieg besser gesagt persönlich erleben und sind Sie auch persönlich betroffen? Persönlich nicht, weil meine zwei Brüder, sie wohnen schon lange hier in Deutschland. Und alle meine Verwandte auch. In den 90er Jahren sind sie hergekommen. Aber ich habe Bekannte, die wo von früher, wo wir uns, sozusagen das Schicksal hat uns zusammengeführt in der Sowjetzeit. Die kenne ich, die wo dort sind, in Dnipropetrovsk, der heißt jetzt Dnipro. Und auch unsere Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, die hat Projekten, grenzüberschreitende Partnerschaft mit der Ukraine gemacht. Und, aber wie gesagt, das ist schlimm. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja für Sie trotzdem persönlich, ja, auch wenn es nur Bekannte sind. Genau. Welche Meinung vertreten Sie denn auch persönlich? Also wie stehen Sie denn zu der Politik von Putin? Ehrlich zu sagen, ich kann nicht sagen, dass es eine Politik ist. Ich kann diese Politik kann ich nicht verstehen. Und meine persönliche Meinung, ich habe gehofft, sehr gehofft, dass die diplomatischen Verhandlungen gewinnen. Aber wie ich im Fernsehen gesehen habe, wie Putin den französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen hat, sowie auch unseren Kanzler Olaf Scholz, wo sie saßen an einem riesigen Tisch gegenüber mit 6 Meter Abstand, habe ich gedacht, das ist schon, da hat Putin seine Macht demonstriert. Und dann habe ich schon gleich gemerkt, irgend kommt auf uns was zu. Ja. Und welche Meinung vertritt Ihre Gruppe? Also gibt es da Unterschiede? Gibt es da auch Leute, die pro Putin sind? In meinem persönlichen Kreis nein. Und die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, unseren Vorsitzenden, Bundesvorsitzenden Jochen Thiessen, der hat auch eine Meinung geschrieben sozusagen. Und das können wir auf unserer Webseite auch lesen. Das tue ich jetzt einen kleinen Satz rauslese. Als Landsmannschaft treten wir für die Interesse und Anliegen der in der Ukraine verbliebenen und lebenden Deutschen, die nun einer aktuellen Lebensgefahr ausgesetzt sind. Als Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion verurteilen wir
auf schärfste jegliche Art von militärischen Auseinandersetzung und Gewalt gegen die zivile Bevölkerung. Wir dürfen nie vergessen, welches Leid und die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert gebracht haben. Unsere Vorfahren haben in der Sowjetunion als Deutsche durch Repressionen, Deportation unsäglich leiden müssen. Wir erinnern uns noch gut daran, welche Schäden und Trauma der Hass einrichten kann. Wir wissen, welche verheerende Folge und Gewalterfahrungen noch für die folgende Generation haben können. Ein Krieg bringt immer Leid, Tod, Zerstörung und schürt noch mehr Hass. Im Krieg gibt es keine Gewinner, sondern immer nur Verlierer. Ein Krieg trifft immer die Schwächsten, die Kinder, die Familie, die älteren Menschen. Und zudem schließe ich mich voll und ganz an. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das ist auch eigentlich gut verfasst, denn es ist nun mal so, in einem Krieg gibt es keine Gewinner, gibt einfach nur Verlierer. Werden auch Einzelne aus Ihrer Gruppe angefeindet? Weil wir haben das ja schon mitbekommen, dass es in Baden-Württemberg auch teilweise an irgendwelchen Kneipen kein Zutritt für Russen oder sowas stand, was eben absolut nicht in Ordnung ist. Aber haben Sie das auch schon irgendwie mitbekommen, dass Leute angefeindet worden sind aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft? Habe ich hier auch mitbekommen bei uns in Kaiserslautern. Das ist eine Familie, die hat ein russisches Geschäft in Eisenberg. Und die Frau von dem Mann hat mich angerufen und hat gesagt, Frau Döder, was soll ich machen? Sie haben noch so ein Auto, wo sie Lebensmittel in die Dörfer verteilen, wo die Leute sie bestellen und sie bringen die Lebensmittel hin. Und der Auto, den wollte sie anzünden. Gut, dass eine Frau das gesehen hat und dem Fahrer gesagt. Und da hat er gleich zugemacht, das Auto. Und sie haben eine Kamera, hat er gesagt, gehabt. Und die haben das alles aufgenommen, die haben das alles der Polizei alles so übergeben. Die drei jungen Leute wurden festgenommen so und jetzt wird es so ein Verfahren, denke ich, gehen. Aber das war hier bei uns in Kaiserslautern, die wohnen hier auf dem Sonnenberg. Ja, das ist was. Das ist schlimm. Das erwartet man ja auch eigentlich gar nicht. Man denkt ja immer, sowas wie Diskriminierung gibt es bei uns nicht. Das gibt es nur irgendwo anders. Genau. Aber das ist wirklich... Ist leider auch zu uns gekommen und leider. Ja. Schwierig. Gibt es noch was, worüber Sie gerne aufklären möchten, also was Ihnen auf dem Herzen liegt, wo Sie jetzt die Möglichkeit dazu haben, das mal den Schülern unserer Stufe oder unserer gesamten Schule einfach mal mitzuteilen? Ich wollte nur sagen, wir sind alle Menschen. Wir sind Menschen und wenn wir auch nicht so perfekt Deutsch sprechen, aber wir sind Deutsche. Wir sind Russlanddeutsche, sind wir genannt, historisch sozusagen. Wir beherrschen auch die russische Sprache, sind Leute, die von Usbekistan, Kirgisien, Tadschikistan kommen, die sprechen alle Russisch, weil in der Sowjetunion die hauptamtliche Sprache war Russisch. Zu Hause haben wir unsere Muttersprache, eine Muttersprache gehört. Aber wir sind alle Menschen, wir müssen zusammenhalten. Kein Krieg, wie schon gesagt, bringt was Gutes. Das wollte ich nur sagen. Ja. Dankeschön, das ist wirklich eine sehr gute Botschaft. Und gibt es noch was, wo Sie vielleicht glauben, dass man damit diesen Krieg irgendwie beenden könnte, dass man vielleicht auch eine beidseitige Lösung findet? Glauben Sie, Putin lässt mit sich reden? Ehrlich zu sagen, ich habe gestern Abend lang nach dem gedacht. Und jetzt so eine Lösung kann ich nicht sagen. Ich habe mal so Zitat gelesen. Viele Kriege gehen leider erst zu Ende, wenn die Kriegsparteien kein Geld mehr haben. Und das habe ich gelesen, das habe ich gedacht, ach Gott, vielleicht hilft es auch, weil die Sanktionen, die europäischen Länder, nicht nur die europäischen Länder, sozusagen die ganze Welt zusammengekommen sind, sozusagen in dieser schwierigen Zeit, dass sie wirken. Ja. Und dass der Krieg mal endet, dass die Leute, die wohl leiden sollen in der Ukraine, dass mal zu Ende kommt. Weil ehrlich zu sagen, ich habe mit der Ukraine schon gesprochen, die haben gesagt, das ist nicht nur unser Krieg, das ist der Krieg in Europa. Das ist sozusagen, machen wir die Tür zu und der Krieg ist da.
Das ist schlimm. Das ist schlimm. Und eine Lösung, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn es so einfach wäre, eine Lösung zu finden, ja, dann hätten sie die schon gefunden. Ja, wie gesagt, von Anfang habe ich gedacht, die Diplomatie, die gewinnt. Die, wir sind alle, ich denke nicht, dass jemand da wo gesprochen hat mit dem Präsidenten, dass die Krieg möchte. Nein, die möchte nicht. Wegen dem sind sie zu ihm gekommen und geredet mit ihm. Aber wenn er das nicht will, ja, ich weiß nicht, was bei ihm im Kopf los ist. Weiß ich nicht. Ja, das weiß, denke ich, keiner von uns. Ja. Es wäre gut, wenn wir es wissen würden, weil dann könnten wir eine Lösung finden und dann könnten wir diesen Krieg also einfach beenden. Aber das können wir nicht. Also versuchen wir jetzt einfach, die Leute darüber aufzuklären, damit auch Informationsfluss entstehen kann. Genau. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute da waren. Vielen Dank. Ja, danke. Ich wollte noch ganz kurz sagen, wir haben eine schöne, tolle Webseite, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Sie können jederzeit auf die Webseite reingehen und über die Russlanddeutsche lesen, wie sie sich integriert haben und so weiter. Die Geschichte, wie wir, unsere Vorfahren nach Russland gegangen sind, wie wir dort unsere Existenz aufgebaut haben und wie wir hergekommen sind, wie wir hier uns integriert haben. Dankeschön, das werden wir definitiv unten verlinken. Danke.